Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir wieder bei Gesund und Fit in Alanya. Ich bin der Peter. Heute ein kurzes Unboxing-Video. Wir haben gestern ein Paketchen abgeholt. Hier, der Kollege Sack war auch mit dabei. Und dann einmal das hier von meinem Lieblings-Online-Shop, Natural Food Shop. Vor allem der Spruch, total cool, das Leben in die eigene Hand nehmen. Sehr guter Vorsatz. Ja. Bekannter von uns, der immer mal wieder hierher kommt, einmal im Monat, der bringt mir dann diese Sachen immer mit, was ich hier eigentlich ja nicht kriege oder dann immer nur saisonbedingt benötige, so wie hier unseren Kollege Sack, 25 Kilogramm Buchweizen zum gekeimten Buchweizen wiederherstellen. Das haben wir jetzt gestern abgeholt und dann habe ich gedacht, mache ich heute ein kleines Unboxing-Video auf die andere Geschichte, was wir sonst noch bestellt haben. Gucken wir mal rein, was es so alles gibt, was wir uns gegönnt haben. Rechnung bezahlt. Ah, gibt es ein paar Gutscheine. 10% Kennenlernrabatt für Saatgut. Okay, sehr cool. Können wir unsere Samen auch hier bestellen und dann dementsprechend liefern lassen. Dann 10% Rabatt auf Gewürze, Soßen, alles drum und dran. Chili Food. Und dann haben wir hier noch Ihr Online-Shop für alles, was das Hundeherz begehrt. Hund unterwegs, cool. Alles für Hund und Mensch. Hundefutter, Leckerli, Nahrungsergänzung, Leinen, Halsbänder, Geschirre, Hundemäntel, alles für Training, Erziehung, Hundespielzeug, Reise, Auto, Fahrradzubehör. Total cool, gucken wir mal rein, ist bestimmt für unsere Nelly auch noch was mit dabei. So, und dann gucken wir mal, was hat es alles gegeben. Dann haben wir hier schon mal Vitamin D3. Ja, es wird so langsam jetzt wieder Zeit. Wir sind jetzt fast Ende September. Über die heißen Sommermonate supplementiere ich das nicht. Weder das D3 noch das K2. Da gibt es dann ausschließlich Magnesiumöl. Das haben wir uns bestellt. Das sind 5000 internationale Einheiten pro Tropfen. Total cool. Dann haben wir bestellt Vitamin K2. Einfach eine wichtige Geschichte, Vitamin D3, Vitamin K2 und Magnesium. Das ist für mich einfach so ein Rundum-Sorglos-Paket, das man einfach komplett einnehmen sollte, wenn man das dementsprechend supplementiert, dass der Körper einfach optimal mit den passenden Mineralien versorgt ist. So, dann gucken wir mal. Papier kann weg. Was gibt es sonst noch? Habe ich mir wieder bestellt. MSM-Pulver. Ich nehme das immer in Pulverform. Ich habe damit kein Problem. Die anderen zwei Mitbewohner, Mama und Hund, sie magen das lieber in Kapselnform. Da haben wir aber noch genügend da. Ist für die einfach gechillter und auch von der Dosierung her viel angenehmer, gerade jetzt für den Hund. Auch da ist es wichtig, dass sie das tagtäglich kriegt, einfach für Gelenke alles drum und dran, weil sie da öfters mal ein bisschen Probleme hatte. Die gute alte Dame ist ja jetzt auch schon fast ja, 11,5 Jahre alt. Von dem her kann man da ruhig immer wieder ein bisschen was tagtäglich tun. Die kriegt da auch immer ihre kleine Dosierung, morgens, abends jeweils eine Kapsel. Dann haben wir uns noch bestellt Vitamin C, gibt es hier auch. Das hat jetzt 600 Milligramm. Gibt es hier in der Dosierung mit 1000 Milligramm. Einzigster Unterschied, die Kapseln sind so groß, da freut sich die Kollegin immer, die hier mit dem Haus wohnt. Bestell mal was Kleineres, die sind zu groß, die kriege ich nicht runter. Wegen dem habe ich die jetzt wieder bestellt in Deutschland. Die sind einfach eine Nummer kleiner. Sind auch ja, mit einer veganen Kapselhülle, die sind einfacher zu schlucken. Die hier, das sind halt ja, so Presslinge, die sind halt ein bisschen rau und ja, da hat sie einfach ein bisschen Probleme damit. Problem erkannt, Problem gebannt. Wieder jemand glücklich gemacht. Das habe ich dann gleich zweimal bestellt. Dann habe ich noch bestellt für mich Zeolithpulver. Kann man es lesen? Ich hoffe doch.
Das ist eins meiner nächsten Experimente, die dementsprechend ja, bald wieder losgehen. Aber auch da gibt es dann ein spezielles Video dazu. Und dann Schachtel leer, Papier. Ja, das hier ganz wichtig. Die Zeit jetzt von den Temperaturen her, jetzt funktioniert das wieder. Das werden wir Ende Oktober wieder starten. 25 Kilo, ich denke mal, das müsste reichen, ja, bis März ungefähr, wo es dann wieder losgeht, dass die Temperaturen wieder so weit nach oben gehen, dass es schon wieder bedenklich wird, dass es gut funktioniert. Ja, sind wir soweit durch? Mehr gibt es heute nicht. Das war es jetzt schon wieder. Ja, wie gesagt, zu dem Thema hier mit Zeolith, für was ich das benötige, gibt es denn ein spezielles. Ja, das wird bestimmt noch eine kleine Videoreihe über einige Zeit werden. Das ist auch wieder so eine kleine Kura. Und da ist es auch wieder so ein kleiner Gegenspieler, den man einfach benötigt, um das alles irgendwo ins Gleichgewicht bringen. Aber da dazu dann, wenn es soweit ist, dann war es das jetzt für heute mit diesem kleinen Unboxing-Video von unserem Trip von Antalya, was wir uns gegönnt haben. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Abo, ganz cool, Glocke drücken, nicht vergessen, werdet ihr immer unterrichtet, sobald ein neues Video wieder am Start ist. Fragen, Anregungen unten im Kommentarbereich. Schön anständig bleiben, dann wird es auch dementsprechend bearbeitet. Wenn jemand übers Ziel rausschießt, ihr kennt mich, weg. Negativität hat auf diesem Kanal nichts zu suchen. Wenn sonst noch irgendwie was sein sollte, wie gesagt, Fragen, Anregungen, irgendwie sonst was Spezielles. Unten im Kommentarbereich, dann werde ich darauf eingehen. Wir sind soweit durch. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes, angenehmes Wochenende. Bei uns schon wieder leichte Wölkchen, angenehme 26 Grad, kurz nach 21:30 in der Türkei, nicht in Deutschland. Ja, haut rein, genießt euren Tag noch, habt ein schönes Wochenende. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin dann, ciao, ciao und Peace.